Bei einer brutalen Attacke im US-Bundesstaat Florida hat ein schwer bewaffneter Schütze am Sonntag 4 Menschen getötet. Der Täter habe in der Nacht in einem Haus nahe der Stadt Lakeland einen Mann und seine Frau erschossen, sowie ein Baby, das die Frau im Arm gehalten habe, sagt der Sheriff von Polk County, Grady Judd. He has virtually no criminal history. Virtually none. Er hat absolut keine kriminelle Vergangenheit. Eine kleine Anzeige in seiner Jugend und dann überhaupt nichts mehr. Das ist kein typischer Krimineller, sondern jemand, der mentale Gesundheitsprobleme hat, zumindest letzte Woche. But what we're dealing with is someone who obviously had mental health issues at least this last week, had PTSD. As he's interviewing with us, he's trying to convince us. Im Gespräch hat er versucht, uns zu überzeugen, dass er mental krank ist, aber er wirkt auch berechnend. Und er sagte zu einem der Beamten, sie haben um ihr Leben gebettelt, aber ich habe sie trotzdem getötet. Er ist durch und durch böse. At one point to our detectives, they beg for their lives and I kill them anyway. He's evil in the flesh. When you see somebody so heartless, so calculated. Wenn jemand so herzlos, so berechnend ist, dass er eine Mutter, die ihr 3 Monate altes Baby hält, erschießt, das Kind tötet, ja sogar den Hund der Familie, der ist ein herzloser und berechnender Mörder. This guy is heartless and calculated with his murder. Auch ein 11-jähriges Mädchen sei durch mehrere Schüsse verletzt worden, habe aber überlebt. In einem weiteren Haus auf dem Grundstück sei noch eine Frau getötet worden.